Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play War of the Roses. Ja, ich wollte eigentlich kein Video mehr dazu bringen, bis die es endlich mal gefixt haben mit dem scheiß Anti-Cheat. Aber da ich ja Thatcher kenne so ein bisschen, wird das höchstwahrscheinlich nicht vom nächsten Jahrhundert passieren. Deswegen nehme ich das jetzt nochmal so ein bisschen im Fenstermodus auf. Und ihr habt es da oben schon gelesen, weil Fetchark inkompetent ist mit dem Anti-Cheat, kriegt man bis zum 30. Dingenskirchens, also bis zum Montag, den 30. Juni da, Doppel-XP und Doppel-Coins. Also wow, wenn das nicht ein Grund ist, dieses tolle Spiel zu spielen, dann weiß ich auch nicht mehr. Gehen wir mal hier auf so einen Eroberungsserver. Vielleicht sehe ich ja diesmal etwas besser aus. Sieht aber nicht so aus. Aber scheiß drauf. Ja, eine Runde Wurf der Scheiße. Und, na, ich glaube, das wird auch der einzige Part sein, der da kommt, nur so als Information. Uiuiuiuiui. Das ist ja Kundenbeschiss im hohen Stil, Mensch. Das ist ja, boah, Fetcher, okay, ihr seid die Besten. Ach, und ich hoffe, die Typen bei uns sterben einfach nur an einem Herzinfarkt oder an Tripper oder an irgendwelchen anderen lustigen Krankheiten. Mir fallen da bestimmt noch welche ein. Die trampeln von morgens bis abends, sogar in der Nacht bohren sie nach Öl. Ach, man möchte diese Leute einfach nur abschlachten irgendwie, aber naja, in Ordnung. Gut. Was gibt's sonst noch so Tolles? Ja, wie gesagt, das wird dann der einzigste Part bleiben. Ihr werdet dann höchstwahrscheinlich leider Gottes eine lange Part, eine lange Zeit ohne War of the Roses auskommen müssen. Bis sie es tatsächlich mal, falls sie es schaffen sollten, was ich bezweifle, wie gesagt, das Anti-Cheat richtig hinzuficken, dass auch wieder Action aufnehmen kann, darf, was auch immer. Ne? Bis dahin kommen dann keine Videos mehr. Ich glaube nicht, dass die irgendwann vermisst. Ich glaube nicht mal, dass die irgendwann guckt, aber hey, man muss ja mal seine Abonnenten informieren. Das finde ich auch immer ganz nett, wenn ich andere Leute gucke und sie ihre Abonnenten über Sachen informieren. Und nicht einfach so machen. Und ja, und das mache ich jetzt. Ich sage das nicht in anderen Videos, weil warum sollte ich das in anderen Videos gucken, wenn es um War of the Roses geht? Verstehst du? Nee, verstehst du nicht, glaube ich dir. Du willst mich heilen, das finde ich sehr nett. Dankeschön, Eule. THX, ich muss immer so ein bisschen in Bewegung bleiben. Das liebe Headset-Kabel stört jetzt so ein bisschen beim Schreiben, aber nur so ein bisschen zum Glück. Das ist nicht sonderlich schlimm. Nein, kein bisschen. Ja, ich packe es zwar eigentlich immer wieder ganz ordentlich weg, aber es hat so die Angewohnheit, immer wieder rauszukommen, so als wenn, hey, hier bin ich. Vernachlässige mich nicht. Du weißt, dass ich hier bin. Du kannst nichts gegen mich tun. Ich verschwinde nun mal nicht. Ja, kannst du genauso gut ziehen wie ich, Mensch, Meier. Ja, richtig stolz auf dich. Komm mal, dann gehe ich einfach mal hier in die Ecke und tschüss. Ui, getroffen. Ui, schon wieder getroffen. Also es ist höchstwahrscheinlich, wenn ich das nächste Mal wieder aufnehmen darf, kann, was auch immer, bin ich schon Level 60 und renne dann auch mit so einer Bitchfork rum und bin der Geilste. Kennt man ja. Ach, jetzt rennt er weg. Blutest du? Nein, gut. So, da ist er umgefallen. Ich bin ganz zufrieden eigentlich mit der Zusammenstellung dieser Klasse. Das Schwert ist jetzt gar nicht mal so scheiße. Ich sollte vielleicht hier weggehen, weil hier scheint ja irgendwas böse zu schießen. Ja, ich werde euch nach dem Kampf, glaube ich, dann nochmal kurz die Klasse zeigen, falls ihr euch die nachmachen wollt, was auch immer. Euch eigentlich drauf abwedeln wollt. Ich weiß es nicht. Irgendwie leckt es auch gerade nicht so sehr, obwohl ich diesmal ein paar mehr Programme im Hintergrund offen habe. Ich böser Junge. Nebenbei lade ich auch noch Mass Effect 3 wieder hoch. Könnt ihr euch drauf, wieder drauf freuen. Morgen kommen neue Mass Effect 3 Parts. Ja, endlich. Wow. Wie lange gab es jetzt nicht? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es jetzt wieder welche. Für die, die da noch Interesse haben. Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man nach einem Jahr noch immer so, dass man sich da nicht einfach mal so einen anderen Let's Player sucht. Da habe ich die Lex gerade noch gelobt und das hat man nun davon. Da leckt es dann gleich wieder vor Freude. Aber dafür kann ich nun mal nichts. Das ist Fensteraufnahme. Upsala. Na, immerhin was Snapshot. Ich würde ja auch gerne wieder regulär aufnehmen können, aber Fatshark sagt nein. Weil Action ist ja so ein böses Anti-Cheat-Programm, so ein böses Cheat-Programm, Mensch, Meier. Damit kannst du ja mindestens 20 Speedhacks dir runterladen und sie alle einsatzbereit machen.
Das weiß nur noch keiner. Das ist so ein ganz böses, dunkles Geheimnis von Action. Ja. Das wissen eigentlich nur die wenigsten. Irgendwie hat das wohl Fetchark herausgefunden. Ja. Theorien über Theorien. Bumsen. Ich muss gerade ein bisschen überlegen. Weil ich ja nicht das ganze Fenster hier zur Verfügung habe. Es ist 1600 mal. Was denn eigentlich? Mal. Ach, guck mal, die Waffe verloren, der kleine. Der kleine Kinderficker. 1600 mal 900. Bei einem 1920 mal 1080 Bildschirm. Das ist das höchste der Gefühle, was ich machen kann. Ohne dass ich dass dann irgendwie ein Teil des Spiels unten verschwindet in der Taskleiste oder sowas. Deswegen lasse ich das mal lieber so. Ich weiß nicht, ob man das dann noch fehlerfrei aufnehmen könnte. Deswegen versuche ich es gar nicht erst. Und bei Leuten mit Schild immer auf die Füße zielen. Das macht zwar keinen Schaden wie so ein Headshot, aber es macht Schaden. Das sollten noch die meisten auch schon gewusst haben. Welchen Part haben wir jetzt eigentlich? 125? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon. Ich habe letztens meinen Headshot-Rekord wieder gebrochen. Danke, dass du da rumfährst. Ich hoffe, du fährst gegen Baum stirbst. Von 117. Ich glaube, das war ein Rekord, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall interessant. Ein neuer Rekord im gekickt werden vom Anti-Cheat. Sechs. Sechsmal, davon dreimal hintereinander. Das war schon. Kann man sagen, dieses Anti-Cheat ist cool. Also. Wer da das Gegenteil behauptet, der ist doch höchstwahrscheinlich selbst ein Cheater und findet das einfach nur scheiße, dass er jetzt gebastelt ist, ne? Das kann doch einfach gar nicht anders sein. Auch andere Leute schreiben, macht das Anti-Cheat aus, aber dann kommen wieder so andere schlaue Menschen an und meinen, nee, 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 Anti-Cheat ist das Beste, was dem Spiel passiert ist seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ja, da denke ich mir noch manchmal, oh Gott, wie blöd seid ihr? Ich meine, das ist ja offensichtlich nicht ganz gut. Ich meine, bis jetzt gab es irgendwie noch nie Berichte, dass es richtig funktioniert hat. Und Kekse mit Dönerpapier schmecken immer noch ganz gut. Und das Einzige, was es tut, es kickt random Leute. Wobei, es kickt ja nicht mehr die Leute. Die werden dann nicht mehr gekickt wegen falscher Cheatmeldung, sondern sie werden einfach gekickt, weil irgendwie aus irgendwelchen Gründen verliert man die Verbindung zum Server. Wow, Qualität. Soll man den toten Hamster auswechseln oder so? Weiß ich auch nicht. Und dann behaupten die alle, ja, wenn wir das jetzt wieder ausmachen, dann kommen die ganzen Cheater wieder und so weiter. Also, weiß ich nicht, die kommen auch so rein und bevor nicht die blöden Waffen alle balanciert, ausbalanciert wurden, braucht man gar keine Cheater, da braucht man nur diese scheiß Galloglas-Axt oder wie immer die heißt. Und dann bist du sowieso schon der Oberficker. Na schön. Genug Gehate über dieses Spiel. Das Spiel nennen kann. Das war fast ein Headshot. Ganz knapp daneben. War ich nicht mal Rottenmeister? Ich bin auch so eine kleine Fräulein Rottenmeier. Ja, ich bin witzig, ne? Ich habe drauf, ich bin der Judenvernichter 99. Ah, ne, 88, stimmt ja. Hupsi. Habe ich was verwechselt? Und ja, wie gesagt, nehmt das Gelaber über Juden und so weiter nicht ernst. Ich habe nichts gegen Juden. Ich habe höchstens was gegen Türken, weil die scheiße sind. Aus mehreren privaten Gründen. Und ja. Das ist so das Einzige, was ich so gegen Ausländer, Minderheiten oder wie auch. Na gut, Türken sind ja mittlerweile keine Minderheiten mehr in Deutschland. ja, habe, ne? So, weißt du Bescheid. Türken sind da die einzigsten nicht-deutschen Spezien, die ich nicht mag. Ja. Wobei es gibt auch die und die Türken, kann man jetzt nicht verallgemeinern, sollte man auch gar nicht. Ist genauso wie mit den Russen, zu sagen, alle Russen sind scheiße. Das kann man einfach nicht machen. Huch. So, war ich gleich mal wieder charmant. Das kann man nicht machen, man kann nicht alle Leute über einen Kamm scheren. Aber dummerweise die meisten Leute, die hier in meinem Umfeld wohnen, also die meisten Türken, die in meinem Umfeld wohnen, sind dummerweise solche kleinen Arschgesichter, die man am liebsten wieder persönlich